Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. Und zwar in diesem Eindringlings-Let's Play, also auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad. Und zwar nicht nur das, sondern wir spielen auch ohne jegliche Perks. Das heißt, die Leistung, die wir normalerweise aktivieren können, habe ich komplett weggelassen. Ja. Und dementsprechend ist das Spiel beinhart. Ich werde mal Folgendes tun. Ich öffne mal diesen Schrank und räume mal aus, was wir jetzt nicht unbedingt brauchen. Das zum Beispiel die Säge. Wir brauchen davon nicht so viel. Das kann rüber. Das ist ohnehin down. Schauen wir mal gezielt danach. Rohrkolben benötigen wir nicht. Okay, das tragen wir alles. Ist auch in relativ guter Verfassung. Wow, das ist runter auf 21%. Ich mal rüber schieben. Bei dem bin ich mir auch nicht ganz sicher. Und wir haben zwei Töpfe. Zwei Pfeilspitzen. Die könnten wir noch nutzen, um Feuer zu machen. Ja, die Spray nutzt mir nicht viel. Okay. Ich denke, das Schwefelpulver lasse ich auch hier. Gut. Also, unser Problem ist, wir haben kaum noch Feuer und wir sind deshalb in einer sehr schwierigen Situation. Ich gehe erstmal hier in die Hocke. Schau mal, wie es draußen aussieht. Sich nämlich jetzt hier ein Wolf rumtreibt, muss ich sofort zurück. Leider kann ich nicht vorher spähen. Mich mal hier reinsetzen. Mal schauen. Verlassen wir das Fahrzeug mal. Okay, die scheint ziemlich weit weg. Nothing. Hier nichts. Gut, dann gehen wir rüber. Es scheint so, dass nur dieses Haus zu looten ist. Ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass demnächst hier zu Halloween ein Event startet bei The Long Dark. Und da wird der Überlebensmodus ein bisschen anders laufen. Ich möchte aber das aktuelle Let's Play damit nicht stören, denn ich glaube, der Eingriff in die normalen Abläufe hier bei diesem Überlebensmodus, der wird gravierend sein. Das heißt, wahrscheinlich, ich schaue mir das nochmal ein bisschen genauer an, werde ich mal eine Pause machen für die Zeit, wo dieses Event läuft. Das ist ohnehin jetzt nicht die Welt. Das ist, glaube ich, 10 Tage oder so. Und werde dann aussteigen, weil es wäre schade, das aktuelle Let's Play dadurch zu gefährden, dass wir auf quasi so einer Geisterjagd sind. Denn in diesem Jahr soll es wohl darum gehen, dass wir von einem unsichtbaren Wesen gejagt werden, dass wir wohl durch
Sprayen von Zeichen an Bäume und so weiter verwirren können, ablenken können, von unserer Fährte ablenken können. Und wir hören es, glaube ich, nur. Wir können es nicht sehen. Ich hatte bloß ganz kurz die News überflogen und daran eben den Hinweis auf dieses Event gesehen. Tja, finde ich auf jeden Fall eine tolle Idee. Nur jetzt damit das Let's Play zu beeinflussen, darauf habe ich keine Lust. Es ist so schon schwierig genug. Und ja, es sieht gerade auch so aus, als ob wir noch nicht mal hier in diesem Haus die ersehnten Streichhölzer finden. Nee, lasse ich alles hier. Wieder eine Sprayflasche. Nutzt mir nichts. Okay, kann hier mal unter das Bett schauen. Nee. So, gut, Wasser nehmen wir. Ja, wir sind krass überladen. Sonst würden wir uns nicht so schleppen. Gut, aber hier gibt es sonst gar nichts. Gut. Dann schaue ich noch mal. Ja, wir tragen 40 Kilo. Und zwar 13 Liter Wasser. Gleich was trinken. Okay, das sind die schwersten Equipment-Teile. Okay, so viel Wasser können wir nicht tragen. Das ist natürlich Blödsinn. Dann stelle ich davon was ab. Und zwar, sagen wir mal. So, dann war bei 30. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wir sind müde und zwar nicht zu knapp. Könnten wir denn schlafen mit genug Futter? Ah, ich glaube, das ginge schon. Gut, dann warten wir noch, bis es dunkel wird. Okay. So. Chips. Ich hoffe, das geht gut. Ordentliche Kalorienreserve. Take a drink. Ja. Gut, und damit, wenn wir das jetzt ausnutzen, kommen wir auf 60 Tage, meine ich. Komplett erholt, okay. Gleich mal einen Drink nehmen. Okay, gut. So, wir können ja mal ins Journal schauen. Überlebte Tage 60. Fein, fein. Okay, so. Da unten liegt doch noch was.
Und 14%. Oh no. Nee, das ist mir zu heikel. Ich bin immer noch bei der C-Taste, entschuldigt bitte. Ich bin noch bei C aus Daisy. Wird in letzter Zeit wieder eine Menge Daisy gespielt und das ist die falsche Taste zum Hocken. So. Wo sind meine Gegner? Ja, also das Problem, was ich hier sehe, ist, ich komme. Hier nicht weiter. Ich würde zu gern in ein bestimmtes Gebäude rein, weil ich mir davon verspreche, Streichhölzer dort zu finden. Aber das ist so gefährlich. Glaube ich. Obwohl die ziemlich weit weg klingen. Ich riskiere es einfach. Ich will dieses Haus nicht einfach weglassen. Ja, da sind sie. Muss mal schauen. Okay, und jetzt hoffe ich, dass wir hier was finden. Hoffe, hoffe, hoffe. Schick Kamin, aber leider nichts drin. Ist das eine Tasse Kaffee? Na, okay. Spitzenpfirsiche im Zustand 0%. Ja, nicht schlecht. This'll come in handy. Thank you. Ja. Okay, finde ich gut, aber das hilft mir nur bedingt, denn das, was ich so sehnlich suche, sind eben Streichhölzer. Da könnte ich noch Wasser holen. Ein Sanikasten? Scheinbar nicht. Okay, also ich nehme mal das Wasser. Ja, und ich denke, ich sollte sofort von hier verschwinden, gar nicht lange rumtändeln. Ah, das ist ja eine Enttäuschung.
Meine aufwärmen kann man sich. Das passt ja richtig gut. Okay, kein Sinn. Na, im Moment werden wir nicht verhungern und verdursten. Sag ich mal, können wir was tun? Also, ist bei 100%. Er ist so runter. Eigentlich könnte man den bei Vorhänge haben wir hier genug. Nehmen wir mal den Vorhang ab. So. Reparieren. Aber das könnten wir schärfen. 65. Ja, dann gehen mir ein bisschen die Ideen aus. Also was ich im Moment favorisiere, ist zurückzukehren in Richtung 80 ist okay. In Richtung Rätselsee. Dann durch die Tunnel durchzugehen, gleich die Tunnel abzusuchen. Und Klamotten aussehen und dann rüber ins Pleasant Valley zu gehen. 51, 98, 96, 89, 95, 70. Ja, also wenn ihr Ideen beitragen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Ich bin ein bisschen ratlos, weil ich wirklich geglaubt habe, ich würde hier ohne Schwierigkeiten eine Packung Streichhölzer finden. Dass das nicht so ist, überrascht mich sehr. Und macht mich nee. Macht mich so ein bisschen wankelmütig. Ich bin hin und her gerissen zwischen verschiedenen Optionen. Einerseits hier weiter ein bisschen durch die Küstenstraße zu streifen, bloß wir haben die Inseln gesehen, wir haben die einzigen wirklich relevanten Gebäude hier gecheckt, meine ich. Man könnte an der Küstenstraße nochmal zurückgehen und gucken, ob wir ein oder zwei Häuser vielleicht noch genauer untersuchen, aber im Wesentlichen haben wir hier alles gesehen, meine ich. Es gibt noch diese Mine. Und es gibt noch einen Durchgang. Ich glaube, das ist ein Tunnel, der zum Pleasant Valley führt. Theoretisch könnte man den auch mal anschauen. Aber ja, so richtig
Großes, glaube ich, gibt es hier nicht. Man könnte natürlich hier fantastisch jagen und so weiter, aber meine Idee ist ja, ich gehe mal nochmal auf die Feuersituation schaue. Ich habe tatsächlich kein Feuer mehr. Nur noch die Fackeln und die Lupe. Okay, das war ein Punkt, der mich ein bisschen nervös macht, aber ich komme hier nicht vom Fleck. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach hier weiter. Ich weiß, dass ich ein paar Haken da zurückgelassen habe. Warum komme ich nicht voran? Was? Wir sind bei 31. Wir haben Gegenwind oder was ist hier los? Boah, das ist ja extrem peinigend. Gut, da sind die Wölfe. Die Sequenz werde ich für euch mal vorspulen. So was habe ich ja noch nicht gesehen. Okay, ich laufe jetzt einfach. So, schauen wir hier rein. This stuff will come in handy. Absolut nicht. Take a drink. Und weiter geht's. Ja, wir müssen so einen krassen Gegenwind hier haben. Ja, und hier muss eine Mine sein. Und in dieser Mine gibt es einen Fahrstuhl und diesen Fahrstuhl kann man benutzen während der Aurora. Das ist eigentlich kein schlechter Spot. Nur ich bin mir nicht ganz klar darüber, ob es gut ist, jetzt zu warten. Weiß gar nicht mehr genau, wo das Ding war. Hier irgendwo in der Nähe. Ja, dann werde ich da bei dieser Baracke den nächsten Stopp einlegen. Also, was mir als Option tatsächlich, ja, da oben
noch einfällt, ist hier die Nacht abzuwarten, in der Hoffnung, dass es diese Aurora gibt. Dann in die Mine zu gehen. Dazu muss aber... Oh, okay. Wolf direkt vor der Tür. Nicht gut. Dann machen wir es anders. Gehen wir gleich in die Mine. Gibt es noch ein paar Pilze, die man pflücken kann? Okay. Okay, also hier ist es definitiv sehr duster. Gibt es denn etwas, womit wir ein bisschen Licht machen können? Oder? Sehr gut. Einmal nichts. Einmal Stoff. Einmal Kohle. Ach, 41 nehme ich. So, und hier, genau, das ist der Fahrstuhl. Der uns nach oben führen könnte. Nur dazu muss es die Aurora geben. Alles klar. Ja. Ich glaube, dann werde ich einfach warten. Und hoffen, dass es in der Nacht Elektrizität gibt. Und dann rauschen wir nach oben. Das Ding ist, wenn man dann nicht schnell wieder raus ist, wird man da oben bis zu 3 Tagen eingeschlossen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, haben wir denn Nahrungsmittel für 3 Tage? Doch, ich meine, das könnte klappen. Na gut, okay, also das scheint mir die Option zu sein. Ich... Wo ist der Sound hier gerade? Ja, da gibt es nach oben. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Lasst gerne einen Daumen hoch und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bye bye.